Hilfe. Dass du da noch durchsiehst. Stimmt, du musst ja irgendwie oben zu dieser anderen Kanone, wa? Ja. Muss ich. Gut. Boah, stimmt, ich hab das gehasst. Hier die Stelle. Okay. So, willkommen bei den täglichen Lottozahlen. So. Ach, da unten geht's wieder. Also irgendwie das Level-Design ist hier sehr, sehr abstrakt. Allerdings. Man kann mit leben. Vor allem dieser ständige Wechsel zwischen 2D und 3D. Ja, der ist anstrengend. Korrekt, Fräulein. Aber übrigens, wir stellen gerade einen neuen Rekord für dich auf. Wow, über 2 Stunden aufgenommen. Wow. Oh. Ja, stimmt. Möchtest du was trinken? Ja, danke. Ja, das muss man ja zwischendurch auch ab und zu mal machen. Ich kann dir auch gerne, wenn du willst, neuen Kaffee einschenken. Dabei musst du dann aber weiterquatschen. Ja, können wir machen. Jo, dann werke ich hier mal ein bisschen rum. Mhm, ja, genau. Der Hannes kippt mir jetzt mal Kaffee dabei ein. Ich kann euch ja gerne mal den Prozess des Ganzen beschreiben. Das heißt also, der Hannes steht von seinem tollen Stuhl auf, den ich ihn zur Verfügung gestellt habe. Geht rüber zu meiner Kaffeebar, meiner Fahrbahn. Und ja, kippt mir Kaffee ein, wenn er nicht gerade kleckert. Warum stehen wir jetzt auf einmal hier? Okay. Aber irgendwo hier ist eine ich habe die Schnauze gefunden. So. Aber wir hatten ja auch noch andere Themen vorbereitet. Worüber wir bestimmt auch gleich reden werden. Ja, erzähl ruhig weiter. Ja. Nicht, dass ich hier gleich sterbe. Genau, wir hatten uns noch Themen überlegt. Ich glaube, davon haben jetzt schon viele einfach mal schon so viel gehört. Aber Thema DSL-Drosselung. Auch Moment, so. Ich bin gerade noch bei der Kaffeedrosselung. Wie, nee, Kaffeedrosselung wäre, dass ich gar kein Koffein mehr kriege. Aber ich habe ja keine Koffeindrosselung. Das überlebe ich nicht. Da gehe ich drauf. So, ich setze mich jetzt mal wieder auf meine 5 Buchstaben. 4 Buchstaben. 5. Arsch. Ach so. Ich habe jetzt ganz naiv an Popo gedacht. Ach so. Ja. Okay. Boah, hier geht's auch gleich ordentlich los. Yeah. Versenkt. So, ich greife jetzt mal quer durch, um für dich den Kaffee noch umzurühren. Oh, du bist so toll. Hört ihr das eigentlich? Ja, also der PC zeigt einen Ausschlag, aber das nehmen wir nachher raus. Das ist ein furchtbares Geräusch. Okay, das darfst du dann machen. Okay. Das sind ja schließlich deine Folgen. Da halte ich mich gerne raus. Das ist auch sehr, sehr praktisch, wenn man bei jemand anderen das Let's Play mitmacht, dass man sich dann nicht um die ganze Bearbeitung kümmern muss. Es hat auch so seine Vorteile beim Let's Play Together. So. Fuck. Das war voll verkackt, aber... Aber der Anlauf war schon gut. Genau. Nee, Thema DSL-Drosselung waren wir, ja? Ja. Möchtest du erstmal deinen Senf dazugeben oder soll ich erstmal?
Das Thema DSL-Drosselung, ja, ist natürlich... Ich als ausgiebiger Smartphone-Nutzer, da ist es natürlich... Also ich habe ja eine Flatrate für mein Telefon. So ist ja nicht. Ich glaube, das waren 300 MB und dann Drosselung. Mhm. Und ja, die Sache ist natürlich, damit ich halt eben diese 300 MB beispielsweise nicht überschreite, benutze ich natürlich auch solche tollen Sachen, dass ich halt eben zum Beispiel eben durch das in einem WLAN eingeloggt bin, was ich bei mir zu Hause habe oder halt in der Uni, dass eben, dass ich da solche Drosselungen dann halt zum Beispiel nicht zu spüren kriege. Sehr vorteilhaft. Mhm. Aber, wenn ich dann überlege, das wird mir hier zu Hause auch gedrosselt, ja? Und mein Telefon beispielsweise jetzt mal. Wir haben ja, ist ja jeder Scheiß, ist ja irgendwo im Internet. Da würde das wegen jenem Scheiß, würde, es wird ja irgendwo mit abgerechnet. Das sind dann zwar vielleicht nur kleine Raten, sage ich jetzt mal, aber Kleinvieh macht bekanntlich ja auch Mist. Ja, sowas läppert sich gerne mal. Aber ich muss dazu sagen, gerade was diese Drosselung angeht, da kann ich bloß jedem empfehlen, sich mal so ein Programm zu downloaden, was einen wirklich ausmisst, wie viel Datenvolumen man überhaupt verbraucht. Ich weiß jetzt gerade bei Smartphones kann man das auf jeden Fall irgendwie nachkontrollieren. Da gibt es allerdings bestimmt auch Apps dafür. No, fuck. Okay, es gibt auch einige Router, wo man das nachgucken kann. Okay, ich sehe gerade, wie du die ganze Zeit verkackst. Sehr interessant. Oh, wie nett. Ja, der Hannes, der ist da so ein Charmeur, der... Nett und liebensgewürzig. Echt. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Diese ganze Drosselungsgeschichte, man sollte sich im Vorfeld überhaupt erstmal klar werden, wie viel Datenvolumen man eigentlich wirklich verbraucht. Weil im Endeffekt jetzt für diese, ich sag mal, normalen Nutzer, wo ich jetzt mal YouTuber rauszähle, die verbrauchen eh mehr, aber jetzt diese Autonormalnutzer, die werden niemals an die 75 Gigabyte Grenze kommen. Und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe derzeit auch eine 16.000er Leitung, leider, würde gerne wechseln auf was Höheres, allerdings übers normale Netz kriege ich nichts Schnelleres. Aber da werde ich nochmal gucken, inwiefern ich zu VDSL wechsle und dann eine 50.000er Leitung. Ich glaube, das ist gar nicht... Das ist auch natürlich die Sache, das muss man natürlich mal gucken. Ist das überhaupt hier möglich? Also, wo man wohnt, ja? Ja. Das ist natürlich auch noch eine Sache. Ist sehr stark davon abhängig. Allerdings, wenn man sich überlegt, ein YouTuber, also beziehungsweise ein Intensivnutzer, kann ich mir nicht vorstellen, dass der sich ohne weiteres mit einer 16.000er Leitung zufrieden gibt. Mal ganz ehrlich gesagt. Und dementsprechend, ich habe mal geguckt, ich habe jetzt knapp einen Monat mal, dass ich ja dieses, so ein Programm laufen lassen, was mir halt ausliest, wie viel hier Datenvolumen ich verbrauche. Und ohne YouTube-Videos bin ich vielleicht auf 30 Gigabyte gekommen, mit ab und zu sogar über Steam Spiele zu downloaden. Natürlich, wenn man jetzt exzessiv immer die ganzen Spiele downloadet über Steam, dann kann das schon mal mehr werden. Aber selbst bei einer 16.000er Leitung bin ich eigentlich der Meinung, dass das gut ausreichend ist. Und gerade was die Telekom da jetzt abzieht, bin ich persönlich auch der Meinung, dass man da auf jeden Fall noch den Ball flach halten sollte. Ist auch noch nicht aller Tage arm. Was haben die gesagt? 2016 ist das geplant? Oder 2018 war das jetzt sogar? Naja, je nach Meldung. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, die haben auch ganz klar gesagt, diese Drosselung auf diese 384 kb ist noch nicht final. Genauso wie die Volumengrenzen.
Hinzu kommt noch, in der letzten Meldung, die ich zumindest gelesen habe, haben sie auch gemeint, sie wollen allgemein das Internet dafür hier auch schneller machen durch diesen ganzen Ausbau. Das bezweifle und, ich. Naja, technischer Fortschritt und allem drum und dran kann ich mir schon vorstellen, dass dann das Internet schneller wird. Und dadurch, dass es dann schneller wird, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie dann halt eine 25er Leitung oder meinetwegen auch eine 50er Leitung dann attraktiver machen vom Preis. Und schon hat man 200 Gigabyte Volumen. Und wenn man mal ehrlich ist, selbst als YouTuber sollte man eigentlich mit 200 Gigabyte bei einer 50.000er Leitung mehr als zurechtkommen. Ja, das soll mal bitte jeder für sich entscheiden, ja? Also. Ist zumindest meine Meinung. Viel eher an dem Material, beziehungsweise viel erholt. Ja, schmeißt deinen Stein. Hallo? Hast du blöde Puder nicht geblockt? Deine Mutter blockt deinen Vater bei MSN. Ich block dich schlecht bei MSN. Boah. Nee, bitte nicht. MSN gibt's gar nicht mehr. Auf den Schießer. Aber gerade was die Drosselung angeht, nochmal zurück. Ich glaube, da müssen wir eh erstmal abwarten. Ich sehe das alles noch relativ locker, wenn die Telekom wirklich es auf die Reihe bekommt, da das gesamte Internet erstmal schneller zu machen. Dann wird auf jeden Fall spätestens dann auch eine 50.000er Leitung bei mir fällig. Keine Ahnung. Also manchmal, ja. Hängt das ein wenig, ja? Ja. Naja, aber ich glaube, damit wären wir mit der DSL-Drosselung auch durch, oder? Ja, also. Ich kann auch gerne noch weiter drüber reden. Kannst von mir aus, klar, halte ich dich nicht von ab, aber muss auch sagen, ich fühle mich letztlich auch noch nicht davon bedroht, von dieser Drosselung, weil die halt eben erst 2016 frühestens kommt. Beziehungsweise ich glaube, in aktuellen Verträgen ist das auch schon drin, wenn du jetzt einen Neuvertrag machst. Ja, gut. Aber naja, ich meine mal so, das Einzige, was ich dann ein bisschen sehr kritisch sehe bei dieser ganzen Trocknungsgeschichte, ist halt diese Reduzierung auf diese ultra langsame Geschwindigkeit. Das ist 384 kW. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb jetzt die Verbraucherschutzzentrale Einspruch bzw. eine Mahnung oder Abmahnung, was auch immer, eingeleitet hat gegen die Telekom. Weil es einfach nicht angehen kann, dass jemand mit einer 50.000er Leitung dann um über 99,2% seiner Geschwindigkeit beraubt wird und halt massive Einbrüche hat. Das finde ich auch unfair. Allerdings, wenn jetzt meinetwegen sagen würden, okay, bei der 16.000er Leitung mit den 75 GB, wenn da dann die Drosselung auf 384 kW ist, ist zwar unschön, aber kann ich noch nachvollziehen, aber wenn sie es dann meinetwegen bei einer 25.000er Leitung, dass sie dann die Drosselung auf meinetwegen 1 MB pro Sekunde runternehmen, also dass die quasi die Geschwindigkeitsdrosselung prozentual zur eigentlichen Leistung machen, kann ich mir gut vorstellen, damit hätte ich zumindest persönlich absolut keine Probleme. Aber es kann halt nicht angehen, dass einer mit einer 50.000er Leitung dann halt um 99,2% seiner Leistung dann gebracht wird. Aber trotzdem noch den gleichen Preis bezahlen muss. Also das sehe ich persönlich eigentlich als einziger wirklicher Kritikpunkt daran. Okay, und hinzu kommt noch, dass der Name Flatrate dann einfach nicht mehr hinhaut. Ja, das stimmt. Das sind Sachen. Ja. 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 Ich glaube, damit wäre eigentlich so ein guter Abschluss für das Thema, oder? Für das Thema ja, denke ich. Und um das dann Ganze nochmal richtig schön einzubrennen, gehen wir jetzt hier durch die Tür und freuen uns einen Cola-Keks. Genau, und erfahren jetzt, wie was passiert ist. Hoffentlich. Ja. Ich spielte eine Rolle beim Untergang meiner Familie, aber
aber ich habe das Feuer nicht ausgelöst. In Oxford wohnen keine Zentauren, ein gewisser Doktor schon. Ich habe ihn gesehen, ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. So, das war jetzt Schlüssel Nummer 4, wenn ich richtig gezählt habe. Nö, 5. Okay, ich kann nicht zählen. Passiert. Es gibt 3 Arten von Mathematiker, die bis 3 zählen können und die es nicht können. Zu welcher gehörst du? Genau. Ja, jetzt haben wir gerade gesehen, also ein Student war das Ganze. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Ich glaube, der Vater von Alice, der war ganz cool. Also der ist so ein richtiger Papi, muss ich jetzt mal sagen. Der erzählt immer so viel und der schimpft nicht, der erklärt die Welt. Der erklärt seinen Töchtern, wie die Welt da draußen funktioniert. Der Erklärbär. Na, dieses Puppengesicht da hinten. So. Wie du dich über ein Puppengesicht freust. Ja, ich freue mich über ein Puppengesicht. Problem oder was? So. Nö, ganz und gar nicht. Ich bin eh dafür, dass man sich über Sachen freuen sollte. Und wir kommen in der Puppenfabrik. Wird schon ein wenig gespenstisch. Ja. Ja, einfach mit Gatling-Feuer durchbeholzen. Apropos, da fällt mir noch was ein. Sag ich apropos Gatling. Und zwar habe ich jetzt hier, beziehungsweise haben wir sogar gemeinsam geguckt, vor kurzem die 1000. Folge von Gronkh. Und da, ich kann es bloß jedem empfehlen, guckt euch die an, die ist echt ein Meisterwerk. Aber, worum es mir eigentlich gerade geht, eine kleine Überleitung, so episch inszeniert und so, habt ihr nicht gesehen? Komm, hör auf dich zu freuen, erzähl, worauf du hinaus willst. Ich habe gerade keinen Plan, was du willst. Umso besser. Und zwar benutzt er da in Minecraft eine Gatling. Und da würde mich jetzt mal interessieren, in welchem Spiel hättet ihr gerne eine Gatling? Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Kleine perverse Sau. Ja, die Männer waren damals eklig. Die Männer sind heute noch eklig, aber die Frauen sind genauso eklig. Das wollen wir jetzt mal, Gleichberechtigung und so. Ja, genau, also Spielchen sollten schon einvernehmlich sein. Okay. Aber in welchem Spiel hättet ihr gerne eine Gatling? Ich weiß nicht, gibt's für Skyrim eigentlich eine Mod, dass man da eine Gatling hat? Bestimmt, da gibt's bestimmt irgendwas. In der Richtung? In der Richtung, irgendwann. Irgendwie. Irgendwann.